Servus Rekruten, zurück zu Let's Play XCOM 2. So, wie am Ende der letzten Mission gesagt, habe ich hier nochmal zum vorletzten Zug zurück, bin ich nochmal zurückgesprungen und habe meinen Scharfschützen rausgerettet. 13 Tage ist er jetzt schwer verwundet. Ja, okay. Normalerweise sollten wir jetzt neue Rekruten anheuern, aber da jetzt gleich einer wieder ready ist, sehe ich da noch keinen zwingenden Grund. Na gut, gehen wir zur Brücke und schauen, was so anliegt. Ah, da gibt's Rekruten. Aber das schauen wir erst später an. Erst. Hier rüber. Da drüben gab's ja noch was, was wir nicht fertig gekriegt haben. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Rularwaffen. Magnetwaffen. Waffenverbesserung verfügbar. Schön. Können wir Ihr System zu uns sozusagen rekonstruieren? Einsatz gefundene Waffenverbesserungen können jetzt direkt auf die Waffen unserer Soldaten aufgesetzt werden und liefern taktisch Boni. Ah, jetzt kann ich wahrscheinlich Zielfernrohr und sowas nutzen. Dann würde ich, bevor wir hier mit Widerstandskommunikation weitermachen, erstmal hier das da. Das dauert bloß 2 Tage. Das erst machen. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Alles klar. So, aber jetzt. Gut. Nicht zum Hauptquartier zurückkehren, weil das da ist näher. Avenger berechnet neuen Kurs. Dann holen wir uns hier auch ein paar Rekruten dazu. Dann ist mein Rekrutenproblem hoffentlich gelöst. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Mhm. Nanoschuppenweste zur Fertigung verfügbar. Das wird wahrscheinlich genauso wie die Weste im ersten Teil sein. Die gibt wahrscheinlich 1-2 Lebenspunkte mehr. Und Plattenrüstung kann ich mir erforschen. Tja, ja, aber erst möchte ich jetzt dann die Kommunikation erforschen. Oder will ich die Kommunikation? 14 Tage dauert lang. Dafür brauche ich Alien-Legierung? Stimmt, haben wir noch gar keine gefunden. Wahrscheinlich erst jetzt, da ich es erforscht habe. Wir können natürlich auch hier erstmal die Gegner analysieren. Zum Beispiel so einen Sektoiden. Obwohl ich selbst nie einen von ihnen zu Gesicht bekam, attestieren unzählige Augenzeugen die Existenz einer deutlich kleineren, weniger furchteinflößenden Variante der Sektoiden, die während der ursprünglichen Invasion zum Einsatz kam. Seitdem ist dieses neue Wesen, das eindeutig durch Genmanipulation geschaffen wurde, unseren Soldaten ein vertrauter Anblick auf dem Schlachtfeld. Ja, die Kleinen waren mir lieber irgendwie. Besonders die kamen so häufig so am Anfang und jetzt kommen die Großen alle. Obwohl ich realistische Erwartungen bezüglich der begrenzten Ressourcen und verfügbaren Einrichtungen auf der Avenger hatte, musste ich mich erst daran gewöhnen. Trotz des Dämpferfells des Schiffs machen es mir regelmäßige Turbulenzen und gelegentliche Ausweichmanöver nicht leicht, empfindliche Experimente durchzuführen. Ich muss wohl meine Forschungstechniken anpassen, um unter diesen Umständen effizient zu bleiben. Genau, ein bisschen flexibler bleiben, ein bisschen jonglieren lernen, dann läuft es schon weiter. So, ich brauche immer noch ein paar Rekruten. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Die rasante körperliche Evolution des Sektoiden Psionik. In den letzten 20 Jahre bezeugt sowohl die Expertise der Aliens im Bereich der Gentechnologie als auch ihr Streben nach Fortschritt, ungeachtet aller Risiken. Alles klar, Psionik, Gedanken, das möchte ich schon, das sollte eine völlige Immunität gegen jegliche Negative. Völlige Immunität? Holy moly. Ja dann? Wären Sektoiden kein Problem mehr. In Zukunft.
Es gibt so ein Adventsoldat her. Da meine chirurgischen Erfahrungen recht begrenzt sind, ist die Mannschaft sicher dankbar, dass ich an gefallenen Adventsoldaten übe, bevor ich unsere Verwundeten versorge. Für den Laien sehen die gewöhnlichen Adventsoldaten wie Menschen aus. Aber die Aliens haben den offensichtlichsten Unterschied zum Menschen mithilfe eines geschickt gestalteten Helms verborgen. Tja, dass das nie jemandem aufgefallen ist. Viel zu tun. Passiert gerade nicht sehr viel. Ist auch gut so. Können wir mal hier ein wenig Zeit. Und besonders wichtig hier... Meine Leute kurieren in der Zeit endlich wieder. Ranger, meine Scharfschützen werden bald. Oder ein Scharfschütze zumindest. Das ist schon wichtig. So, weiter nach Rekruten suchen. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Trotz einer gründlichen Analyse muss ich immer noch herausfinden, welche Vorteile die gewaltigen Augen des Advent-Hybrid-Soldaten bieten, falls es überhaupt welche gibt. Ihre Sehschärfe zu messen dürfte sich als schwierig erweisen. Solange sie zumindest tot sind. Gefechtsskinner bietet zusätzlich auf Schlachtfeldsoldaten, setzen sie ihn wie eine Granate ein und werfen ihn auf den verdeckten Bereich der Karte. Man dabei ebenfalls enthüllt. Okay, gibt's wieder getarnte Einheiten, wie früher diese Tentakelwesen? Vermutlich. Ja gut, jetzt haben wir nicht mehr viel möglich. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Was brauche ich für Psionik? Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Ja gut, dann erstmal die Hauptquest da weitermachen. Und die Schule wird gleich fertig. Oh ja, einige Rekruten. Das ist herrlich. Setze Kurs auf die westliche USA. 4 neue Rekruten. Ja, das, da muss ich erstmal keinen Nachschub sorgen. Das ist ausgezeichnet. So, gerade nichts. Informationen sammeln. Info. Info ist auch eine Währung. Ja. Guerilla-Taktikschule einsatzbereit. Sehr schön. Sieht ja aus wie ein Fitnessstudio. Okay, okay. Neue Kampftaktik. Geier. Die Feinde lassen bei jedem Beuteopfer einen zusätzlichen Gegenstand fallen. Okay, das ist nicht schlecht. Mehr Loot. Das da will ich. Ah, ich brauche einen Sergeant für das. Nicht schlecht. Okay. Oder kritisch verwundet wird, das ist schon mal wichtig. Also nicht nur beim Sterben, weil ich will, dass in Zukunft keine mehr so wirklich sterben. PKS-Boni. Was ist ein PKS? Ich glaube, ich hatte so ein Teil schon gefunden, was auch irgendwas mit PKS sagt. Truppgröße nochmal, da brauche ich einen Captain. Okay, die sterben nicht unbedingt. Oh, es gibt Spezialitäten für jede Klasse noch dazu. Nice. Kann ich mir aber noch nicht viel leisten. Auch cool, ich kann hier Rekruten hernehmen und sie speziell auf irgendein Gebiet trainieren. Zum Beispiel, den mache ich zu einem Grenadier. Der braucht jetzt 5 Tage, dann ist er ein Grenadier. Also, dann ist er Private und Grenadier. Das ist nicht schlecht. Was ist hier? Nur nicht zugewiesen Ingenieur. Ah, okay, komm, dann... hier gibt es viele Ressourcen, oder? Da brauche ich 2. Ich habe bloß einen Ingenieur gerade. Okay, dann muss ich die anderen Räume erstmal freiräumen. Hier gibt's Moment, nochmal zurück. Hier gibt's 28, hier gibt's 5. Oh, dann lieber den Raum. Offizier, Ingenieur und hier Vorräte raussammeln und den Raum freimachen. Gut. Jetzt habe ich zwar die Schule, aber das bringt mir gerade nichts. Ich brauche erst einen höherwertigen Soldaten. Ich könnte mal in die Technikabteilung schauen. Commander?
Das kostet einiges. Adventsdaten. Na, auf jeden Fall, sie kann den allen. Die Gesundheit ihres Trägers zu erhöhen. Ja. Das ist jetzt die Frage, will ich das machen? Soldatenleichen sind ja häufig eher. Das Problem ist, ersetzt es die Granate, weil wenn es die Granate ersetzt. Komm, ich mach's einmal. Wenn es die Granate ersetzt. Ich hätte bei den Reparaturen sicher viel Zeit einsparen können, wenn ich wüsste, wie man ihre Sprache übersetzt. Leider trifft man hier nicht viele Linguisten. Tja. Sind ja noch nicht so viele Leute hier, aber das wird schon, das wird schon. So, ich forsche Vorratslieferung. In 2 Tagen gibt's Vorräte. Ah, gut, 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 gut. Widerstandskommunikation ist bald fertig. Alien-Trümmer werden Grenadierausbildung. Nochmal hier rein. Ich möchte nämlich noch was schauen. Nämlich Waffenkammer. Soldaten anzeigen. Oh, schaut an, schaut an. Fast alle zur Verfügung, wenn ich jetzt so einen anklicke. Persönliche Kampfsimulation? Ah, PKS, Fokus. Okay, Private Jane Kelly. Sie ist ja aus unserer ersten Mission. Die wird wahrscheinlich ein Stammsoldat für mich. Du kannst, ja, du könntest eine Nanoschuppenweste tragen, aber Granaten sind mir lieber. Okay, das ist also ein alternatives Gerät. Kevlar-Rüstung. Widerstands-Kevlar-Rüstung. Okay. Sieht cool aus. Sieht zwar nicht so gerüstet aus, aber sieht cool aus. Den Willen von ihr erhöhen? Aha. Das ist wahrscheinlich so ein einmaliger Modus oder so eine einmalige Verbesserung, die man da durchführen kann. Waffenverbesserung. Verfügbarer Platz. Das ist cool. Ah ja. Sofort Killshots. Das ist echt cool. Jetzt kann man die Waffen nochmal deutlich verbessern. Okay, was hat sie hier? Schön, schön. Individualisieren. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. War ja auch euer Wunsch oder der Hinweis schon mal. Aber erstmal ein bisschen überleben lassen. Okay. Ja. Cool. Irgendwann anschauen. Wir tun, was wir können, um unsere gefallenen Soldaten zu Ehren kommen. Sollen bei 4 bleiben, viel, im Idealfall. Unsere Leute wenigstens ihren Respekt sollen. Ja. Ja, wenigstens den Respekt sollen. Wie ist das mit den Infos? Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Naja, so viel habe ich ja nicht gemacht. Ah, wir kriegen ein bisschen neue Paragraphen. Oder Vorräte heißt es ja hier. Commander, uns liegen Informationen vor, dass die Aliens an verschiedenen Entwicklungen arbeiten, die unsere Möglichkeit zum Stoppen des Avatar-Projekts gefährden. Wir können eine dieser Bemühungen mit Guerilla-Einsätzen stören, aber wir müssen mit Bedacht wählen. Uns fehlen die Mittel, um überall einzugreifen. Einen Monat lang mit Panzerung aus. Ich kann da nichts auswählen, okay. Commander, der Widerstand hat ein geheimes Ressourcenlager vor Advent versteckt. Leider so gut, dass wir über das Gebiet fliegen und es vollständig scannen müssen, wenn wir das Zeug für uns bergen wollen. Das sind gute Vorräte. Hey, wo sind meine Vorräte? Meine Einnahmen? Nichts auf den lokalen Comms. Advent ist ziemlich ruhig. Schätze, das haben wir Ihnen zu verdanken. War uns eine Freude, denn, Mother. Genießen Sie es. Das werden wir. Unser Wasserreinigungssystem... Extrem starkes Signal vom Advent-Netzwerkturm. Sie senden global. Sir, das müssen Sie sich ansehen. Verehrte Bürger, seit 20 Jahren arbeitet die Advent-Koalition unermüdlich und beseitigt die Schäden und vielfältigen Missstände der alten Welt. Unter unserer Aufsicht wachsen die Städte. Die Menschheit gedeiht und unsere Welt wird geheilt.
Und trotzdem gibt es unter uns noch Dissidenten, die die Wahrheit verleugnen und die entschlossen sind, alles zu zerstören, was wir aufbauen. Mehrere Radarkontakte nähern sich Hafen Alpha 7. Das muss aufhören. Edwin Friedenshüter. Feinde sind auf dem Weg zu Ihnen. Ich verliere Ihr Signal. Um diese Plage ein für alle Mal auszumerzen. Sie sind gleich bei Ihnen. Verliere Sie, Avenger. Verbindung wiederherstellen. Wir sorgen auch in dieser Krise weiter für Ihre Sicherheit und Ihren Wohlstand. Mit Ihrer Mithilfe werden wir diese radikalen Elemente vernichten und weitere 20 Jahre des Friedens und Wohlstands feiern. Sie haben keine Chance. Commander, wir sollten einen Trupp einsatzbereit machen. Was war denn das? Commander, ein Trupp steht bereit, um die Aliens anzugreifen, die das Widerstandsversteck belagern. Er rückt auf Ihr Kommando aus. Alles klar. Ein Vergeltungsschlag, dieser. Zurück. Sofort zurück. Wir müssen das verhindern. Und diesmal haben wir auch endlich ein paar gute Soldaten. Alles schon weiterentwickelte Soldaten zur Verfügung. Aber den nächsten Kampf werden wir beim nächsten Mal erst beschreiten. Diesmal ein bisschen weniger, also keine richtige Mission, sondern eher wegen Base Development, würde ich es mal nennen, und ein paar hier Ressourcen gesammelt. Aber beim nächsten Mal Schwierigkeit leicht. Ja, das werden wir mal sehen, ob das leicht wird. Ich habe schon Leute verloren auf leichten Einsätzen. Auf jeden Fall werde ich mir überlegen, was für einen Trupp ich mache. Und dann beim nächsten Mal werden wir diese hinterhältigen Aliens vernichten und den Vergeltungsschlag zurückschlagen. Und dieses Schlabberwesen auch vernichten am besten. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.